So I know there are some Yiddish speakers out there, and by the time this song is over, the rest of you will know all the Yiddish you ever need. It's all in these three little words. You know, people say speech is silver, but silence is golden. Well, I have found a way to speak and yet say nothing. Yes, it's all in these three little words. It's an old Yiddish saying, practically an antique. You look a little confused. Let me give an example. Let's say I meet with somebody. He asks me a question, and I don't know what to say. Should I say yes? Should I say no? I just say to him these three little words. Or my friend, Mrs. Kepsel. She's not as dumb as her name. But she likes to have a little hit now and then from the oxygen bar. And when she comes home, her wife is so mad at her. She says, I've been waiting all night for you. Poor Mrs. Kepsel, she says, oh, honey, don't scream so loud. Not scream it so loud. I'm going to scream so loud, all the neighbors are going to come running. Daniel's neighbors over in Tel Aviv are going to come running. And what are you going to say to them? I'm going to say to them, these three little words. It's an old Yiddish saying. It's practically an antique. You can use it both for sorrow and for joy. And we like to imagine the great Yiddish Shakespearean actor, Boris Tomaszewski. He might come out on the stage, arrange his hands, take his position, and say, Mein Dupner Soos is silver, aber Schweigen is gold. Jedes Weibel schießt wie Kilber, denn hat sie doch hold. Aber ich habe euch geklärt vor einem Spiel. Wir sollt zu retten, und der Wahl zu bleiben still. Hat sagt sie, wird ihr bald verstehen, wo ich will. Zum Beispiel, als ich treffe mit den Menschen, er fragt mich krasche, und ich weiß nicht, wo sind wir denn. Zu solchem sagen, ja. Zu solchem sagen, nein. Gib ich auf eine Katze die Plätze, und ich entfere ihn. Yum, pom, pom, chitter, bitter, bim, bum. Yum, pom, pom, chitter, bitter, bum. Yum, pom, pom, chitter, bitter, bim, bum. Yum, pom, pom, chitter, bitter, bum. Mrs. Kepsel, darf kann ich kein Narr. Hat sie aber liebe Schnäpsel, nu woher kommt ihr der Fahr? Daheim kommt sie teut schicker, das Weibel schält sich sehr. Der Zing liegt ihr in Kimpen, zu entfernen ist ihr schwer. Weht sie bei sein Weibel, oi, schrei schon nicht mehr. Muss mir nicht schreien, ich will so zu schreien, alle Schachinen wollen sich zusammenläufen. Was wirst du damit sagen? Was ich will sie gesucken? Ich will sie sagen, nein. Ich will sie sagen, ja. Ich will sie sagen, ja. Ja, ja, ja. Überrocken, wenn das Nützen seien Leid und seien Glück. Ich stell sich vor, wie im Theater, auf der Bühne dort. Wie verschiedene Akteuren wurden abgespielt, das Wort. Wie sie wurden das gemacht, welche Zeiten so vor. Thank you.
der sich war der berühmte größte Schauspieler Boris Tomaszewski. Er kommt der Rob auf der Bühne, stellt sich weg und verlegt mit die Hand und sagt: Yom-Pom-Pom, jedele dein kleines Yom-Pom-Pom.